Ich denke, Ilmenau ist ein guter Medienstandort, nicht nur über die Technische Universität, die hervorragend in Medienpolitik, Medienrecht, Medienökonomie und politischer Kommunikation ausbildet. Von daher war diese Veranstaltung heute genau am richtigen Ort. Ich hatte vielleicht auch bis zum heutigen Tag oder heutigen Abend eine doch eher medienrechtliche Perspektive und habe auch im Prinzip hier dazugelernt durch die Veranstaltung, auch im Podium sitzend, und habe einfach gesehen, dass sozusagen Netzpolitik viel mehr ist, als nur über medienrechtliche Netzthemen zu diskutieren. Es gibt sozusagen einen Bereich, und das ist vor allen Dingen auch gerade in der Frage im technischen Bereich, der aus meiner Sicht völlig unterbelichtet ist, der Bereich der technischen Regulierung und der zum Teil also wirklich außerhalb unserer Beobachtung steht. Ich denke, Thüringen ist als Land der Innovation schon ein ganzes Stück gut aufgestellt. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir beim Thema Industrie 4.0 die Nase vorn haben. Wir haben heute angesprochen Big Data, Breitbandausbau, selbstfahrende Autos, in Anführungszeichen. All das sind Zukunftsthemen, die wir nicht nur an der TU Ilmenau hier behandeln, sondern eben auch in Thüringen wirtschaftlich ein ganzes Stück abbilden müssen. Von daher denke ich, gerade Industrie 4.0 ist eine große Chance für unseren Freistaat. Ich glaube, dass Digitalpolitik eigentlich alles betrifft zurzeit. Also es ist die große Querschnittsaufgabe der Politik heutzutage. Und in 5 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren werden wir nicht mehr von Digitalpolitik explizit sprechen, sondern die wird überall Einkehr gefunden haben. Das heißt, ich glaube, das Wichtige ist, die heute sich damit beschäftigen, werden in den politischen Prozess eingehen und werden dort ihre Spezialfähigkeiten vertiefend einsetzen. Und ich hoffe, und das wünsche ich mir auch, dass das eben nicht nur Berufspolitiker sind, die a priori da sind, sondern dass sich vielleicht auch wieder mehr Menschen für Politik begeistern, einbringen und genau dort Kompetenzen mit einsteuern in den politischen gemeinsamen gesellschaftlichen Prozess. Sowohl in Geraberg als auch in Ilmenau oder in Arnstadt, man kommt mit Netzpolitik überall in Berührung, weil natürlich die Digitalisierung jegliches Feld unserer Gesellschaft erreicht. Und das muss sich auch jeder mit Digitalisierung und somit mit Netzpolitik auseinandersetzen.